Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PewDiePie's Tuber Simulator. Ich hoffe, ihr habt hierher gefunden, weil ihr mehr Freunde sucht. Und ich bin der Ank. Habe ich, glaube ich, vergessen schon wieder zu sagen. Ich habe es mit der Anmoderation und dem Begrüßen zurzeit nicht so richtig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ganz viele Spinnen gekauft, wie ihr ahnen könnt. Für unseren kleinen Halloween-Raum. Halloween ist zwar jetzt vorbei, aber den Raum machen wir hier doch fertig. Und als nächstes kommt ja auch das, wahrscheinlich ein Weihnachtsset für Kram. Guck mal, 5 Hennies. Können wir aber nicht genutzen. So, hier haben wir nochmal ein paar Abos. Hier haben wir nochmal ein paar Abos. Beim anderen meinte ich eigentlich Views. So, und das ist unser aktueller Raum. Wir haben ganz viel Money, Money, Money. Und wir könnten eigentlich auch mal schon mal hier die nächsten Videos starten. Den und den. Und Vogel. So, die Werbung klicke ich jetzt nicht an. So. Wir haben jetzt ganz viele Spinnen. Wir haben Totenköpfe. Ich würde noch mehr Totenköpfe kaufen. Ah, das ist ein Kommentar, den ihr gerade oben seht. Zu Paragon würde ich vermuten. So, Schlussfolgern aus dem, was dort gerade stand. Das werde ich mir aber nochmal in Ruhe zu gucken. Angucken, kaufen, gucken. Köpfe sind aber schnell da. Stunde und 20 Minuten. Aber mein Raum veröffentlichen. Ja, hau raus. So. Wir haben 4 Freundeplätze, auch keine Geschenke zum Abholen. Meine Freunde wachsen zurzeit nicht, das ist schade. So, aber wir schauen jetzt mal vorbei und der neueste Kommentar ist 2 Stunden alt bei mir und der kommt von der guten Alexa AK Yoshi 8888. Tada! Ich mag das. Das ist ein cooler Raum. Auch das Halloween-Set geholt, darum auch, glaube ich, der Laubfußboden. Schönes Skelett. Der Kürbiskopf ist auch geil. Das finde ich auch richtig. Guck mal, das kleine UFO da. Und das kleine Gespenst ist ja putzig. Richtig cool. Gefällt mir. Ratten. Es gibt Ratten, ich finde auch so coole Sachen. Mano. Und natürlich hier, ich habe den Namen wieder vergessen. Diese kleinen Gespenste sind vielleicht cool. Ich will die auch haben. Mano, Gespenste sind so cool. Geiler Raum, Yoshi, auf jeden Fall. Und dein Kopf ist auch cool mit dem Kürbis. Da Will Panda Klaus. Ja, der irgendwie Stufe 50 ist. Kranker Typ. Hat's einfach voll drauf. So, wo ist er denn? Weird Dex nicht, aber da können wir auch mal vorbeischauen. Hat auch immer gute Räume. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es ist der Bonbon aus der Hölle. Und da ploppt dann Lucifer raus und frisst alle Menschen. So, und das Clownsbild ist auch sehr geschmackvoll, möchte ich sagen, mit der weißen Taube. So zeigt nochmal ein bisschen so, wie Frieden aussehen könnte, wenn ich als Clown den Täubchen nicht gleich den Kopf abbeiße. Das wäre doch richtig mies, wenn man das Bild so einfach eine halbe Minute anguckt und auf einmal beißt der Clown der Taube den Kopf ab. Kamo, Stufe 50, aber ich suche gerade da Real Panda Klaus mit D und nicht mit da. Ja, hatten wir schon. Dein Raum hat sich leider nicht geändert, bis auf die Enden und ich glaube, das war's, bis auf die Enden. Und die Dinos, oder? Ich finde diese kleinen Geister cool, ich will auch so einen kleinen Geist. So, das wären dann die ersten Kommentare. So, da, X Julie X Weirworks. Genau, addet euch auch alle bitte gegenseitig. Gibt ihr so viele Namen und wenn ihr euch gegenseitig addet, kriegt ihr alle mehr Geschenke und dies und jenes und den ganzen Tag über Geschenke zu kriegen. Ich glaube, du hast sogar geschrieben, dass du keinen Halloween-Raum hast, aber der Raum ist trotzdem. Das ist, hat sowas wie von so einer Einraumwohnung. Also, Studentenzimmer. Ein großes Studentenzimmer, wenn man dann Kicker reinstellen kann. Also, finde ich cool. Hast du echt schick gemacht. Das ist ein schönes mit Aquarium sogar. Finde ich, ist eine coole Nummer, der Raum. Also. Gefällt mir, würde ich auch, hätte ich so eine kleine Wohnung oder hätte ich, wenn meine Wohnung in einem Raum, wäre es vielleicht eh nicht eingerichtet. Vielleicht aber auch nur. So, dann haben wir da einen Paragon-Kommentar und da haben wir Angesagt TV. Haben wir den nicht schon da drin? Mir kommt das schon mal ein bisschen bekannt vor. Nein, haben wir noch nicht. Also, Angesagt TV.
Bam, sogar richtig geschrieben. Stufe 35. Ja, da warte ich jetzt aber auf was. Ein Halloween-Raum mit grusigem Daddy-Po-Bubble-Butt. Und einen geilen Monitor. Du hast eine Milchschnitte als Tisch. Krass. Mini-Gespensters. Ich will auch so ein Mini-Gespenst. Aber ich glaube, ich bin im Level zu niedrig für so ein Mini-Gespenst. So. Oh, Tisch Gofgor. Gefällt mein Foto auf Instagram. Lewisman. So, schauen wir mal bei dir rein. Ich habe dir nämlich schon geantwortet heute in der Mittagspause. Auf dein Kommentar. Ich glaube, mein Handy hat auch nur aufgeleuchtet wegen. Ja. Wo haben wir dich denn? Da bist du. Stufe 36. Ihr wachst alle so schnell und ich komme da nicht hinterher. Das ist auch cool hier. Ich will dieses scheiß Buch haben. Mann, ihr habt alle so coole Sachen, ich will die alle nicht haben. Manu, ich bin so schlecht. Wie soll ich mich in die Hölle befördern lassen? Chaos Steel 333. Ja, kein Halloween-Raum. Das mag gar nicht. Sich Eddie. Und alle anderen bitte jetzt auch direkt mit N. Außer wenn ihr gerade übers Handy guckt, dann wäre das doof, weil ihr dann aus dem Spiel raus müsstet. Und das wäre nicht so cool. Und dann. Was? Weil mich. Verklärt? Habe ich Chaos Klaus geschrieben? K-C-H-A-O-O-S-S-T-I-L. 333. Also wieder. Ich versuche einmal noch. C-H-A-O-S. Ich glaube, ihr habt ein S zu viel genommen. S-T-I-L 333. Nee. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du es falsch geschrieben, vielleicht habe ich es falsch geschrieben. Aber schreib's gerne nochmal. Ich weiß es nicht. So, Zedlord, bei dir waren wir auch letztens. Du hast einen neuen Halloween-Raum, hast du geschrieben. Dann schauen wir bei dir rein. Stufe 36. Der Vogel nervt. Ja, da geht aber noch was. Das sind alles Tiere aus der Hölle. Wir sind natürlich auch ein Drachen. Das ist voll gemein, dass sie dich da so eingefärbt haben in der Ecke. Mit dem letzten Stück Laub und so. Oh, guck mal, Slippy hat, keine Ahnung, Kakerlaken der Hölle als Untersatz. Würde dich ja nicht sehr glücklich mit werden, mit Kakerlaken im Po. Eieieiei. Leute, ich habe YouTube mal vorbeischauen. Gamma TV, ja, hier so ein bisschen Spam ist auch okay. Ein Tag bearbeitet. Der Real Panda Klaus, den haben wir schon besucht. Das war schon mit den Kommentaren leider. Leider nehmen die Kommentare zu den Videos leider ab. Wenn ihr sonst Vorschläge habt, was ich sonst so spielen soll, auf iOS oder sonst wo, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da jetzt noch zwei, drei Spiele, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Dafür muss ich meinen PC aber wieder anschließen. Ich habe jetzt heute festgestellt, dass meine Steckdosenleiste nicht mehr reicht. Ich habe mir nämlich eine neue gekauft und die ist ein bisschen anders und hat zwei Steckplätze weniger. Und jetzt kriege ich nicht mehr alles angeschlossen über die eine Steckdose. Das ist ein bisschen doof. Ist halt ein bisschen doof. Und daher muss ich da nochmal gucken, dass ich das umbaue nach dem Aufnehmen und dem Bearbeiten heute. Beziehungsweise morgen, wenn ich dazu komme. Und dann versuche ich auch demnächst mal wieder zu streamen, weil dann ist das Setup wieder, also das Setup steht wieder, nur der Rechner ist nicht angeschlossen, weil er keinen Strom hat. Ansonsten sollte Streamen kein Problem mehr sein zurzeit. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video zum PewDiePie Tuber Simulator und schaut auch in einem meiner anderen Videos vorbei. Ich blende hier über diese wunderschöne neue mobile Endcard so ein bisschen Kram ein. Könnt ihr draufklicken, vorbeischauen, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren Video bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Bye bye.